willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute spielen wir Minecraft Skyblock, aber alles besteht aus Ryan X Cole Lucky Blöcken, wie man hier auch schon sehen kann. Leute, die Lucky Blöcke hat ein Zuschauer von mir erstellt, Pinguin Mike Gamer. Grüße geht raus. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, den haben wir bei meinem Gamescom-Vlog damals getroffen, bei meinem zweiten Gamescom-Vlog dieses Jahr. Und da hat er mir gesagt, dass er hier eine Lucky Block-Mod für mich erstellt hat. Von daher dachte ich, es wird jetzt endlich mal Zeit, die Lucky Blöcke zu testen, Leute. Und ja, wir haben hier verschiedene Lucky Blöcke, wie man schon sieht. Hier sind lilane, hier sind welche mit meinem Skin. Und für die, die sich fragen, was das ist, die sind wohl noch nicht so lange mit am Start, beziehungsweise. Okay, den Skin habe ich schon lange nicht mehr drin. Die OGs wissen, was das hier ist. Das ist mein allererster Minecraft-Skin, den ich hatte. Das ist aber jetzt auch schon wieder 2-3 Jahre mindestens her. Ich weiß gar nicht, wann ich meinen Skin gewechselt habe. Auf jeden Fall, früher hatte ich noch diesen hässlichen Skin drin. Vor 3 Jahren auf jeden Fall noch. Vor 2 weiß ich nicht, ob ich den da noch drin hatte. Und ja, Ziel ist es heute, die ganzen Lucky Blöcke hier abzubauen auf der Insel und dabei hoffentlich nicht zu sterben. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was hier drin sein kann. Wir sehen auch, wir haben hier noch verschiedene Lucky Blöcke, weil hier, das ist lila, das ist gelb. Und da gibt es anscheinend verschiedene Stufen. Das hier ist blau. Und wir haben noch eine Kiste mit dabei. Ich würde sagen, wir gehen aber als allererstes nochmal ganz neu in die Welt hier mit rein. Denn da gibt es doch was Cooles, was ich euch zeigen muss. Sobald man in die Welt joint, kommt nämlich so ein anderer Sound. Ich zeige es euch einfach. Wir laden die Welt und Mike hat damit was eingebaut. Und zwar hört ihr das sofort. Okay, heute haben wir mal wieder was ganz, ganz, ganz Besonderes vor. Und zwar gibt es eine neue Minecraft-Mod, die Ryan Cole Mod. Ihr habt richtig gehört. Was? Cole Mod? Oh mein Gott. Also ich weiß nicht, ob es geil ist. Ich hoffe, es ist geil. Und zwar hat die Mod einen Zuschauer von mir erstellt. Was? Pinguin, Mike Gamer. Grüße gehen raus. Ja, denn Mike hat schon mal eine Mod für mich erstellt, die Ryan X Cole Mod damals. Und da habe ich die getestet und hat einfach das Intro von dem Video eingebaut. Naja, es wird gerade schon dunkel. Ich würde sagen, wir machen mal Tag, oder? Hier steht auch was im Chat. Die Ryan X Cole Lucky Block Mod Version 0.2b für die 1.19.2. Okay, die Mod ist noch in der frühen Beta und kann deswegen fehlerhaft sein. Wenn beispielsweise Fehler mit den Effekten auftreten sollen, hilft einfach Slash Kill oder die Welt neu zu betreten. Ich will aber nicht sterben heute. Kein Slash Kill, okay? Das ist eine Fortsetzung von der Ryan X Cole Mod V1. Viel Spaß. Ich bin sehr gespannt. Time Set Day. Jetzt können wir starten. Und wir gucken mal, was in der Kiste drin ist. Da haben wir anscheinend jeden Lucky Block einmal. Es gibt 6 verschiedene. Und hier steht, lass dein Abo da. Leute, gerne kostenlos abonnieren. Ich versuche dieses Jahr noch die 100.000 Abonnenten zu erreichen. Wird schwierig, aber mit eurer Hilfe könnte das was klappen. Von daher sehr gerne einfach mal abonnieren. Und auch ein Like da lassen, wenn ihr schon dabei seid. Da wäre ich auf jeden Fall euch sehr dankbar. Zack, wenn ihr Abo da gelassen habt, bam, schmeißen wir den Zettel schon mal weg. Und gucken uns an, was es für Blöcke gibt. Wir haben hier einmal OG Lucky Block. Ich habe keine Ahnung, was es mit dem auf sich hat, weil der hat auch nicht mein Gesicht oder so drauf, aber der ist halt in lila, ne, beste Farbe. Ist nicht mein Lieblingslila-Ton, aber kann man auf jeden Fall machen. Da haben wir Ryan X Cole OG Lucky Block, das ist hier mit meinem alten Skin. Dann haben wir die verschiedenen Stufen anscheinend. Wir haben, warte mal, zack, wir nehmen die mal raus und machen die nacheinander auf, okay? Die beiden, Ryan X Cole Lucky Block Stufe 1 haben wir, dann Stufe 3 und hier Stufe 2, okay, die werden also immer krasser. Ist die Frage, werden die gefährlicher auch oder nur besser, ist die Frage dann, ich weiß es nicht. Und hier haben wir Ryan X Cole Mixed Lucky Block. Besitzt die Eigenschaft von allen Blöcken, die Drops zu haben, funktioniert aber, ist instabil beim Öffnen. Oh Gott, das klingt so, als ob der direkt meine Welt zum Crashen bringt. Komm, wir fangen mal mit denen an hier. Also, wir haben hier OG Lucky Block, bam. Man konnte Essen bis auf Kekse nicht vor der Beta 1.8 stapeln. Okay, mit einem Funfact sogar noch mit dabei. Einfach nur Essen bekommen. Ist entspannt. Dann machen wir OG Lucky Block. Bam. Top. Im OG Lucky Block war einfach nichts drin. Stufe 1, komm schon. Hier wird mein ganzer Stolz, mein Lieblingstier auf der ganzen Welt schinken. Was? Hier wird mein Schwein, mein ganzer Stolz, mein Lieblingstier auf der ganzen Welt schinken. Als ob der einfach easy gespawnt hat mit Schokolade in der Hand. Okay, aber easy, du redest mir gerade zu viel. Du musst ganz kurz leider runter. Sorry. Dann Stufe 2. Hä, wie geil ist das denn? Stufe 2. 21.099 Level. Alles klar. Ey, ich muss eigentlich diese Lucky Blöcke noch mit Easy zusammenspielen dann oder so. Das muss ich dir mal zeigen. Wie krass ist das denn? Dann haben wir Stufe 3. Hast du heute schon was für... was für ein Geschäft gemacht. Ach, wegen Minecraft-Freunde, weil ich das Achievement immer wieder bekommen habe. Kann ich... was tradet denn? Okay, der tradet Ton. Dann machen wir mal das Achievement, ein Geschäft. Zack. Was für ein Geschäft erzielt. Perfekt. Danke dafür. Komm, ich trade mal alles, oder? Oh, der will schon nicht mehr traden. Aber ich habe auch noch ein Spawn-Egg. Ah, der spawnt natürlich nichts. Du musst sterben. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Okay, und dann haben wir... ich habe jetzt richtig Angst, den auszupacken. Wenn jetzt mein Game crasht und wir von vorne starten müssen, dann weine ich aber. Leute, drückt mir die Daumen, dass das Game nicht crasht. Was ist das? Easy Gem.
Toll, das kann ja gar nichts, oder? Naja, damit haben wir hier schon mal alles ready. Dann können wir weitermachen, den Baum hier abzubauen. Da war auch wieder nichts drin. Also in manchen Blöcken ist anscheinend auch gar nichts drin, ne? Man kann auch Pech haben und... Warum kommt nichts mehr raus? Okay, ich dachte... Oh, Nether... Ah, lol, es kam was. Ich habe einen Drachenkopf. Und Netherrack-Stiefel. Ich hatte schon Angst, dass dieser instabile Block alles gecrashed hat. Ein Zombie. Und jetzt nichts mehr rauskommt. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt, was es hier noch so für coole Sachen drin geben kann. Wir haben schon Easy gespawnt und haben den Easy Gem. Minecraft-Freunde-Insider. Wir haben schon einen... Nein! Das war ein Zettel, der ist runtergefallen. Ich hoffe, da kann auch Essen drin sein, weil ich habe kein Essen. Und ich habe das Gefühl, in diesen Blöcken ist nie was drin, oder? Ah doch. Was ist das hier? Ryan Axe. Sehr stark, aber auch so zerbrechlich wie Gold. 12 Angriffsschaden. Okay, behalten wir mal, falls wir ein Monster gespawnt bekommen. So, dann bauen wir mal den OG-Stamm hier ab. Was ist das denn? Das ist Eisen, oder? Ich glaube, das ist Ryan-Eisen. Nein! Der Block hat alles auf Nacht gesetzt. Oh mein Gott! Leute, wer von euch kennt den Song? Schreibt es in die Kommentare. Wie viel spielt ihr jetzt von dem Song ab? Ich hoffe, der hört irgendwann auf. Junge, geht der lang! Nur falls muss ich... Warte, ich muss vor dem Block hier. Ryan Eisenerz. Lol. Behalten wir erstmal. Hä, spielt er jetzt den ganzen Song ab? Ah, ne. Oh, ah, doch. Da müssen wir mal ganz kurz... muss ich Musikblöcke wohl ausmachen? Ja, okay, perfekt. Müssen wir mal kurz warten, der Song geht irgendwas über 2 Minuten, 2 Minuten 30, 2 Minuten 50, ich weiß es nicht. Ich wollte jetzt nicht den ganzen Song hören hier. Auch wenn das natürlich ein geiler Song ist, natürlich. Nein, es fällt alles runter. Was war das für ein Sound? Okay, ich muss mich näher ranstellen, damit die Sachen nicht runterfallen. Jetzt kam natürlich wieder nichts raus hier. Hey, was ist das für ein Sound, der da kommt? Als ob ein Boss gespawnt wäre, aber hier ist nichts. Ah, vielleicht spawnt dann ein Boss, wenn man das nicht als... Also vielleicht spawnt unten dann ein Boss oder so. Das weiß ich natürlich nicht. Wir machen das bestimmt auch vielleicht nochmal als Staircase oder so. Könnte man das auch machen. Aber es ist eine extra Mod, deswegen habe ich das jetzt erstmal nicht als Staircase. Nein! Das Schokoschwert. Leute, keine Sorge, es triggert mich... Einfach explodiert. Es triggert mich auch, dass die Sachen runterfallen. Wir ändern das gleich. Yo, moin. Entsprechender Enderdrache einfach, oder was? Was geht ab? Yo, yo, yo. Na gut, wir bauen mal weiter ab. Aber cool, ich wusste gar nicht, dass der durchgehend redet, wenn man den auf so Redstone packt. Das ist geil, das muss ich auch mal machen. Okay, zack. Ja, in den OG-Blöcken ist, glaube ich, echt fast nie was drin. Aber naja, dann machen wir mal hier weiter. Der ist bestimmt gut. Mike, warum spawnt hier fast nie was? Ah doch, Netherite Chestplate. Netherite Stiefel! Das ist eigentlich echt gut für den Staircase dann, oder? Weil man kriegt hier gute Rüstung. Man kann auch so ein Ryan Cole-Schwert bekommen, was wir jetzt schon hatten, aber da kam halt nichts raus. Und... Oh nein, 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 nein. Moin, da war auch schon mein erster Tod. Ich habe meinen Spawnpoint jetzt hier oben gesetzt. Ich würde sagen, Ziel ist es, nicht dreimal... Was geht ab? Lol. Schoko? Nein. Was geht ab? Schoko? Der hat ein Bett noch in der Hand. Tschüss. Oh, ich hätte mal... Meine Items sind jetzt auch weg. Oh, nee, meine Schoko-Axt und alles. Zu viel Eisen im Blut. Ah, lol, ganz viel Eisen-Stuff. Ich hätte den mal töten sollen. Vielleicht hätte der... Hä? Vielleicht der im Bett gedroppt. Was war das denn? Es war ein unsichtbarer Typ mit Blöcken. Der hat den Block in der Hand und ist dann verschwunden. Ich würde sagen, Ziel ist es einfach, nicht dreimal zu sterben. Einen Tod haben wir jetzt schon. Zwei können wir uns noch leisten. Dann haben wir verkackt. Dann... Oh Gott, explodiert der Kuchen? Okay, nee. Wenn wir noch zweimal sterben, ist das Video einfach vorbei. Dann haben wir verkackt. Jo, was ist das denn? Kann ich hier ins Nether... Nein. Kann ich in den Nether gehen hiermit? What? Oh, nee, wenn der das... Ich muss hier weg, Warte. Wenn der das Portal abschießt, komme ich nie wieder hier raus. Nein! Nein, chill. Schieß es nochmal ab, bitte. Mach's wieder an. Nein, bitte. Hier. Du musst das Portal wieder anmachen. Ich komme sonst nicht weg. So vielleicht? Oh mein Gott, danke. Okay, und jetzt müssen wir den irgendwie killen. Ja, oder der soll da runtergehen, dass man den nicht mehr sieht. Ja, okay, ich muss ihn töten. Und zack. Okay, und jetzt ganz schnell weg hier. Alter, der hat mich fast im Nether getrappt. Wir gehen wieder raus hier. Hä, wie geil ist das denn? Und da sind... Lol. Moin. Ich will dich eigentlich nicht angreifen, aber irgendwie... Warte, ich krieg ihn einfach runter. Tschüss. Okay, dann bauen wir mal weiter ab.
Ist das Portal jetzt für immer hier? Kann ich das abbauen? Ich glaube, es bleibt einfach da. Okay, dann... Yo! Hallo. Sag mir nur Hallo. Das war's. Das ist einfach Hallo. Moin, Flo. Hi, Lol. Hi, Oh mein Gott, mein Tisch geht safe kaputt, warte. Junge, Mike hat richtig nice Insider eingeworfen. Wie geil ist das denn? Der hat eine Melone gedroppt. Danke, Flo, ich hatte Hunger. Oh mein Gott, ich muss auch Musikblöcke wieder anmachen. Gucken, ob der Song schon vorbei ist. Ja, okay, perfekt. Das können wir, falls nochmal irgendein Song oder so kommt, hören wir das auf jeden Fall. Ja, das ist ja ultra nice, einfach, dass Flo auch gespawnt ist. Okay, zack, zack, Goldapfel. Der hat auf jeden Fall ein paar sehr nice Drops, was? Du Lucky Block, das Ding ist OP. Verstehe ich nicht. Huh, das hier! One-Hit-Dolch, 27 Angriffsschaden. Wählen wir mal aus, kann ich mich mit verteidigen. Was? Von circa der 1.31 bis 1.710 waren diese Blöcke einer der seltensten im Spiel. Okay, krass. Gemeißelte Steinziegel waren ultra selten anscheinend. Interessant, interessant. Danke für die Info, Mike. Ich finde das aus ein paar Blöcken... Oh, Ryan, Spitzhacke. Nehmen wir direkt mal. Sieht cool aus. Dass da... Sie können so ein paar mehr Drops haben, oder? Also ich habe das Gefühl, aus vielen kommt einfach nichts raus. Aber das ist natürlich auch die Beta. Ich weiß nicht, ob er da noch weiter dran sitzt. Und hier am Rand fällt mir mal alles runter, ist das Problem. Elytra, geil! Und Raketen. Wenn wir jetzt runterfallen, können wir uns vielleicht saven. Hä? Oh, was ist das? Lust auf ein Rennen. Nee, aber ich gehe mal hier hoch. Was für ein Rennen? Ach, die kann... Oh mein Gott, ich dachte kurz, ich sterbe. Ah, lol, kann man gegen andere Leute dann so ein Wettrennen machen, oder was? Ziel, Player 1 wins. Okay, das ist cool. Wir gehen mal wieder zurück. Ist natürlich jetzt Singleplayer, deswegen kann nur Player 1 gewinnen. Und in der Kiste... Ach, mit Booten kann man den Rennen machen. Das ist geil. Dass, wenn man das im Multiplayer gemacht hätte, hätte man jetzt ein Wettrennen machen können. Das ist ultra nice. Dann... LOL! Ryan Brustplatte. Wie geil ist das denn? Ich sehe einfach keinen Unterschied. Geil, aber ich muss meine Elytra anbehalten, falls wir runterfallen. Oh, ich bin fast runtergelaufen. Okay, langsam wäre es ganz cool, wenn wir mal wieder Essen kriegen könnten. Ich baue mal die am Rand ab, weil das sind die, die... Also, die fallen halt eh oft runter. Das ist immer ein bisschen traurig. Nochmal eine Elytra, das ist gut. Jetzt haben wir nämlich super viele Raketen schon mal. Das heißt, wir können uns eigentlich immer ganz gut saven. Und ich nutze mal... Oh, nochmal ein Block gespawnt. Was ist das? Einen Ryan-Gem haben wir jetzt auch noch. Warte mal, wir placen mal die hier. Da kommt eh nie was raus, habe ich das Gefühl. Und Stufe 3 ist hoffentlich strong. Yo! Kann ich die essen? Schokolade. Bitte, bitte, bitte. Geil. Geil. Feier ich. Und nochmal ein Easy-Gem, glaube ich. Ne, Easy-Helm. Mein Name ist Easy-Cheesy. Aber sieht einfach aus wie ein Eisenhelm, ne? Zack, zack. Oh, ein Ryan-Schwert. Heute bin ich mal spendabel. Danke, Mike. Ehrenmann. Jetzt haben wir super viele krasse Sachen hier. Auch ein Dia-Block und sowas. Und das Ryan-Schwert. Wie viel Schaden hat das? 10. Okay, ich behalte aber mal den One-Hit-Dolch hier weiter. Für starke Gegner, die eventuell spawnen könnten. Was ist das für ein Sound? Habe ich Minecraft durchgespielt? Hätte das sonst den Enderdrachen gespawnt hier? So, dann haben wir noch die Ryan-Axt. Ich habe einfach alles. Ich habe auch die Ryan-Hacke. Gucken wir uns alles mal an. Bam. Und bam. Geil. Nein! Oh nein. Heute komplett das komplette Big Shoko Swagger Album inklusive ein Bonus-Track. Ich hoffe, ich kriege das nochmal. Vor allem ein Bonus-Track. Nein, 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 nein. Nicht mich runterkicken. Ich sneake zum Glück. Ich wäre ein Melonen-Golem. Ey, würde ich nicht sneaken, wäre ich tot. Zack, zack. Das hätte mich runtergekickt. Yo, das hat aber fast alle Blöcke weggemacht. Ich will aber wissen, was der Big Shoko Swagger Song ist. Vor allem, was der Bonus-Track ist dabei. Okay, jetzt haben wir schon mal genug Essen. Was ist das hier? Papier einfach. Wir haben fast alle Blöcke abgebaut, wir haben es fast geschafft. Vielleicht baue ich aber gleich nochmal so lange einen Block ab, bis ich nochmal diesen Big Shoko Swagger Track kriege. Ich verstehe. Ah, moin Flo. Mal den One-Hit Dolch testen. Oh Mann, okay, wir müssen den mal aussortieren, ganz kurz. So, diese normalen Items, die brauchen wir erstmal nicht, ne? Netherrack, weg damit, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Dann OG Lucky Block, bauen wir ab. Dia-Schwert, perfekt. Ist aber nicht so stark wie das Ryan-Schwert. Von daher behalten wir das hier nochmal. Und schaut nach Süden. Warte, wo ist Süden? Wo steht denn das hier nochmal? Ich bin blind. Ah, da. Norden. Hier ist Süden. Jo! Okay, da fliege ich gleich rüber mit meiner Elytra. Alter. Oh, Diamanten? Achso, weil ich ein Dia bekommen habe einfach. Schaut nach Süden. Ja gut, ist ja schon eins. Spawnt jetzt noch eins?
Was ist das für ein Sound? Dann bauen wir mal weiter ab hier. Da, ich muss mal wieder aussortieren. Warte mal. Die normalen Tools brauchen wir nicht. Rhino-Schwert haben wir doppelt. Dann nochmal Stufe 1 Lucky Blöcke. Nix. Jo, nein. Oh mein Gott. Saved. Oh Leute, ich habe einen Drachenkopf wieder auf. Saved, Leute. Let's go. Ich wollte vorhin noch runterspringen, habe ich nicht schnell genug geschafft, aber wir haben es zum Glück überlebt und es hat uns nun zur Seite runtergekickt. Gut, dass wir den Elytra haben, ansonsten wäre ich jetzt nochmal gestorben. Da haben wir echt nur einen Tod bis jetzt, ne? Und hier war wieder nichts drin anscheinend. So, dann haben wir, das ist der letzte Block. Zeit wurde auf 6000 gesetzt. Was bringen mir denn die Ryan Gems und so? Kann man damit sonst bei Villagern traden? Das weiß ich nicht. Aber hier gibt es anscheinend noch eine Menge Stuff, die wir noch testen müssen. Also vielleicht eventuell echt ganz gut für mal so einen Lucky Block Staircase oder irgendwie sowas in der Art. Ihr könnt gerne Ideen in die Kommentare schreiben, was wir hier noch machen sollen mit den Blöcken. Und wir erkunden mal ganz kurz das hier. kein Kommentar, Leute. Kein Kommentar. Wie komme ich denn jetzt darüber? Ich glaube, ich mach mal ganz kurz. Alter, wie bin ich denn jetzt hier rübergekommen? Das ist ja krass. So, was lag denn hier alles? Ich wollte mir eigentlich den Stuff angucken. Weil hier lagen schon Sachen, hatte ich das Gefühl. Ist es jetzt so ein normales? Ich weiß gar nicht, wie man dieses Gebäude nennt. Aber ist es so ein normales davon? Oder gibt es jetzt hier noch mehr OP-Ryan-Loot drin, ist die Frage. Wir gehen hier mal hoch. Oh, aua. Jump and run. Was finden wir hier, ist die Frage. Yo! Was ist das denn? Easy Gem. Ah, nochmal Lucky Blöcke auch. Guck mal! Easy Gem, goldene Karotten und Lucky Blöcke. Also für den echt Ryan-Loot hier. Was kann man mit den Easy Gems machen? Noch mehr Blöcke. Hier, guck mal, auch ein Chaos-Flow-Gem. Noch mehr. Da haben wir noch ein paar Blöcke, die wir abbauen können. Warte, wir gehen aber noch weiter hoch. Ich habe so Angst, dass ich jetzt nochmal runterfalle. Das kann ja nicht sein. Komm schon, ich bin doch gut in Jump'n'Run. Das schaffe ich. Zack, zack, zack. Oh, noch mehr Lucky Blöcke. So, zack, zack. Oh. No P-Gap. Und das war's. Hier oben gibt es anscheinend nichts mehr. Komm, dann bauen wir noch die letzten Blöcke schnell ab. Bam, bam. Das hatten wir schon mal. Da gibt es nochmal die Blöcke. Da haben wir noch die Stufe 2 Blöcke. Da war wieder ein Blatt Papier dabei. Steht da was? Leere Karte. Ja, die bringt mir nichts. Was ist mit einer leeren Karte? Ich dachte, da steht jetzt eine coole Message oder so. Aber nee. Bam. Bam, bam, bam. Schau nach oben. Nee! Ach so, ein Gast. Ich dachte, da kommt jetzt ein Amboss und ich bin tot. Ja, Leute, wir sind zweimal gestorben. Wir haben es geschafft, alle Blöcke abzubauen. Über meinen zweiten Tod reden wir nicht mit der Elytra. Das war schon ein kleines bisschen unangenehm. Aber naja, ich würde sagen, Leute, ich habe doch meine Elytra benutzt. Egal, wir sind eh am Ende. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken und abonnieren. Und schreibt gerne Ideen in die Kommentare, was wir noch machen sollen mit diesen Lucky Blöcken. Vielleicht ein Staircase oder irgendwas ähnliches. Ich bin mal gespannt, was wir damit machen. Auf Wiedersehen.